die indianischen Amazonen. Jene sagenumwobenen Kriegerinnen, die Orellanas Chronist Carvajal nach der griechischen Mythologie benannt hatte. Nicht ahnend, dass seine eindrucksvolle Beschreibung dem Amazonas seinen endgültigen Namen geben sollte. Noch heute ist nicht sicher, ob es die kriegerischen Frauen wirklich gab. Sie galten als beste Bogenschützen Amazoniens. Und es hieß, jeder Mann, der ihr Dorf betrete, werde auf der Stelle getötet. Nur der Stamm der Guaraca dürfe einmal im Jahr an einem ihrer Feste teilnehmen. Orellanas Männer sind auf der Spur der Amazonen, seit ihnen Tupinamba-Indianer von den Wunderwesen berichtet hatten. Wenn schon keine Goldschätze, wollen sie wenigstens eine dieser wilden Frauen fangen und als aufsehenerregende Jagdbeute nach Spanien bringen. Die Amazonen ergreifen vor den merkwürdigen Fremden die Flucht. Den Spaniern gelingt es jedoch nicht, eine von ihnen zu fangen. Und statt selbst zu fliehen, wie ihnen indianische Helfer raten, sollten sie in das schwerste Gefecht ihres Amazonas-Abenteuers verwickelt werden. Im einstigen Indianerdorf Nova Olinda entdeckte Mark von Rosmalen das berühmt gewordene neue Zwergseidenäffchen auf der Plantage von Damiao und seiner Frau Walda Maria. Affenforscher van Rosmalen glaubt heute, dass die fruchtbare Terra Preta-Erde nicht nur seine Affen retten kann, sondern womöglich den ganzen Regenwald am Amazonas. Terra Preta könnte die Zukunft des Regenwaldes verändern. Wenn man weiß, wie sie gemacht wird, und ich weiß mehr oder weniger, wie man sie macht, dann könnte man die Leute hier zwingen, wie die Indianer, ihre Felder auf Terra Preta anzulegen. Sie bräuchten dann nur ein kleines Stück Land, das man einmal rodet und mit Terra Preta bedeckt. Dann kann man es über Generationen bewirtschaften, ohne weitere Brandrodungen im Regenwald. Nur ein Tag ist seit der Flucht der Amazonen vergangen. Die Trommeln haben mit ihrem dumpfen Grollen die Nacht erfüllt. Die Fahrt der Victoria ist an diesem Tage gespenstisch ruhig. Die Spanier ahnen, dass die Amazonen die Guaraca und womöglich weitere Stämme zur Verstärkung gerufen haben. Am Ende des Tages sollte keiner von ihnen unverletzt bleiben, trotz der Überlegenheit ihrer Feuerwaffen. Die Menge an Indianern, denen Orellana in seiner größten Schlacht gegenüberstand, schien Wissenschaftlern lange übertrieben. Erst seit Entdeckung der Terra Preta steht fest, dass tatsächlich Millionen von Indianern am Amazonas leben. Heute sind nur noch 300.000 Ureinwohner übrig.
26. August 1542 hat Orellana das größte Abenteuer seiner Zeit bestanden. Die Durchquerung des Amazonas von seinen Quellen in den Anden bis zur Mündung in den Atlantik. Sie erreichen, von einer letzten Springflut gebeutelt, den Ozean an Brasiliens Ostküste. Cavallal notiert: Gott dem Allmächtigen sei Dank, dass er mich auf dieser gefährlichen Fahrt nicht sterben und diesen Reisebericht schreiben ließ. Am Morgen des 11. September 1542 landen sie endlich in der ihnen bekannten Karibik. Zurück in Spanien wurde Orellana durch den damals 16-jährigen Kronprinzen Philipp freigesprochen und mit einer neuerlichen Expedition ins Goldland beauftragt. Bei dieser zweiten Reise verschwand Orellana 1546 spurlos auf dem gewaltigen Strom, dem er den Namen Amazonas gegeben hatte.